Das liegt wahrscheinlich alles nur beim ersten Mal durchspielen. Danach, beim zweiten Mal weiß ich, was ich machen muss und dann geht das alles ein bisschen leichter. Aber das muss wirklich... Aber so welche Stellen, die müssen echt nicht sein. So mit irgendwelchen Dämonen und so, weiß ich nicht. Oh nein, jetzt falle ich gleich auch noch runter hier. So, aber hier war noch einer. Glaube ich. Dann nicht. Micro-Pistole. Was habe ich hier nochmal? Genau, die Schrotflinte. Na toll. Uiuiuiui. Oh nein! Okay, so. Oh Gott! paar viele vielleicht. Vielleicht hätte ich doch erstmal auf sehr einfach durchgespielt. Dann wäre ich jetzt schon fertig. Aber ich glaube, das ist jetzt das letzte Kapitel. Erstmal Tagträume hört sich so an und zweitens, ich hab's im Internet gelesen, dass es 22 Kapitel geben soll. Und es wurde mir auch gesagt, also... Übrigens wurde mir auch gesagt, das Spiel wird nicht mehr schwerer. Finde ich nicht. Das war, glaube ich, echt gerade die schwerste Stelle des Spiels. Und auch die, wo ich mich am meisten aufgeregt habe, auch wenn es nicht so den Anschein macht. Warum kann ich mich das hier... Warum kann ich mich das hier... Warum kann ich das hier nicht drehen? Es sieht so drehbar aus. Dann nicht. Blöde Kurbel. Bist du das? Ach, Gott sei Dank. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Herbert. Oh Mann, ja. Katha sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber, Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht.
Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal. Okay. Okay. Hat er sich das echt alles nur eingebildet? Schau dich nur um. Oder ist Sally jetzt vielleicht irgendwie Talbot oder irgendwie so? Ja. Hilf mir mal! Das ist untertrieben. Wir müssen nach unten kommen. Na gut, okay. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin und muss das erstmal verarbeiten. In einer jahrelangen Therapie. Gibt's hier irgendwo einen Schatz, den ich schnell ergreifen kann? Das wird eine haarige Sache. Bist du bereit? Dann mal los. Pfadfinder, allzeit bereit. So kriegen sie das Wasser an die Oberfläche. Himmel, sieh mal die Decke hier. Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, wieso das alles noch steht. Mhm. Joa, schon nett. Ich komme gerade nicht klar, ich muss das erstmal verarbeiten. So gut, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Also jetzt müssen wir wahrscheinlich diese Marlow und den Talbot erstmal finden. Wir müssen dort rüber. Hilf mir mit der Tür. Ich find's auch geil, dass jede Tür und so einen Hebel hat. Und dann natürlich auch zwei. Weil kommt ja oft vor, dass man zu zweit ist. Das sieht irgendwie nach Endkampf aus hier. Hä? Cool. Wovor? Ah. Okay. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn wir durchgedreht sind wegen dem Wasser und wir diese Zombies, also oder diese Zombies, diese Dämonen nur gesehen haben und die waren eigentlich gar nicht da. Warum konnten wir dann sterben, als sie auf uns geschossen haben? Also das begreife ich jetzt gerade nicht so ganz. Weil wenn die nicht echt waren, hätten wir die ja eigentlich nicht sterben dürfen. Die Illuminierung mit der Tau-Präzisionspistole, okay. Okay, alles sicher, hier runter. Gut, also jetzt, wo ich weiß, dass diese Dinger jetzt nur Einbildung waren, die wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ups. Dann bin ich jetzt schon mal sehr beruhigt. Ja, das war's. Scheiße. Ach, ich muss mich hier irgendwie mal bequemer hinsetzen, so. Sie sind in der Falle. Hey, hab ich sogar ganz gut geworfen, ausnahmsweise. Ich würde auch gerne mehr informatives Zeug quatschen, aber ich weiß echt nicht was. Die ganze Situation hier, die überfordert mich ein bisschen, seit zwei Parts jetzt schon. Oder wir sind jetzt im dritten Part, seitdem ich heute aufnehme.
Mann, 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 die halten auch was aus. Sind das doch Dämonen? 30 Illuminierung mit der SAS. So, wo bist du? Komm raus. So, ist der gerade runtergefallen, weil dann haben wir es ja. Mann, ist die Musik wieder laut. Ich hoffe, man hört mich. Ich fand den Sound sowieso ein bisschen zu laut, aber... Ich wollte ihn jetzt nicht noch runter... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich wollte ihn jetzt nicht noch runterstellen. Für die ein, zwei Parts. Oh, Mann. Aber mit dem Rückwerfen, mit dem Zurückwerfen, das kriege ich, glaube ich, mittlerweile auch recht gut hin. So, gut. Ich glaube, hier unten geht's weiter. Mann, 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 ist das hier gerade irgendwie complicated. Heißt das eigentlich kompliziert auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. So, ganz vorsichtig, ich will nicht sterben. Tö. Süß. Die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Ah, schön. Das behalte ich. Was war denn das gerade für eine Knarre? Oder was? War das ein Enterhaken oder so? Ach, egal. Sally, hilf mir mal. Wir müssen hier durch. Das ist die Hauptzisterne. Da werden sie wohl sein. Bist du bereit? Oh ja. Nein, ich bin nicht bereit. Nein, ich. Dorthin müssen sie sein. Ich bin nicht bereit. Ich gucke hier lieber noch mal ein bisschen rum. Aber ich will gar nicht den Endkampf oder ich will gar nicht wissen, was jetzt als Endkampf irgendwie kommt. Wenn hier jetzt gleich der Endkampf kommt. Keine Ahnung. Aber von der Optik her sieht's halt immer noch gut aus. Nur um wieder was Positives zu sagen. Sanft hochziehen. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir trennen uns und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. Verdammt, wo ist er? Sally! Sally!